Mittlerweile ist der Platz hier komplett in Beschlag genommen worden von den Sion-Fans. Natürlich sieht das kein Stadionverantwortlicher gerne, aber das Wichtigste, es läuft alles ganz, ganz friedlich ab und in wenigen Augenblicken wird Bundesrätin Doris Leuthardt den Pokal übergeben. Zum 12. Mal kommt der FC Sion zu solchen Ehren. Goran Obradovic beim Interview. 12 sur 12. Et pour vous personnellement, 3 sur 3, c'est incroyable. Oui, c'est 3 ici à Sion, une fois j'ai fait à Servette. Oui, aujourd'hui, ce n'était pas un match de grande classe, mais quand même, on a marqué vite 2 buts. Après, on a joué un peu trop défensivement, mais c'était plus important le résultat à la fin. Mais quel est le secret que Sion ne peut pas perdre une finale? Ça, peut-être il est Dieu, il est toujours avec Sion. Peut-être ici, on a 13 étoiles sur le drapeau de Valais. Hein. Peut-être après 13 fois, on va plus jamais gagner. On verra, merci. Merci. Ja, Goran Obradovic zum dritten Mal mit Sion Köpsig. Es sei kein Spitzenspiel gewesen, hat er gesagt. In der zweiten Halbzeit sei seine Mannschaft zu defensiv gewesen. Ja, und was denn das Geheimnis sei? Vielleicht sei Gott einfach für den FC Sion, hat Goran Obradovic gesagt. Vanins, der Nachfolger von El Hadary, auch er kommt also zu Cup-Sieger-Ehren. Einer der besten Torhüter, wenn nicht der beste, der konstanteste in der ganzen Saison. Ja, es gibt einige Spieler beim FC Sion, die schon zu Cup-Sieger-Ehren gekommen sind. Cretenon zweimal. Seredie Obradovic nun zum dritten Mal mit Sion, dazu einmal mit Servet und einmal in Serbien. Also er ist so etwas wie der Mr. Cup-Final beim FC Sion. Wieder einer, wie früher ein Jean-Paul Bricker oder ein Alain Ballet. Auch Wanczak und Ogararu, Dingstag, Bühler, Dominguez, sie alle sind schon mit Sion oder mit anderen Clubs Cup-Sieger geworden. Und jetzt Giovanni Sio beim Interview. Ja, Giovanni Sio, vous êtes là pour les buts décisifs au demi-finale et maintenant le score ouvert pour la finale, pour la victoire. Oui, c'est vrai que aujourd'hui ça a été un match très 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 difficile, mais on a su rester très très concentré du début jusqu'à la fin. Ça, en première mi-temps, ça a payé. On a mis directement les débuts. On savait que dès le début de match, il fallait les presser très très haut. Et aujourd'hui, voilà, on l'a fait. C'est 12 sur 12. Et je suis très content d'avoir marqué aujourd'hui. Des fois, j'ai l'impression, si le public chante « Allez, Sion », il chante votre nom. Vous avez aussi l'impression des fois? Oui, oui, oui. J'ai l'impression de temps en temps. Justement, j'essaye de prendre ça comme moi, comme mon nom Sion, pour plus m'encourager. Et ça me fait vraiment du bien. Et aujourd'hui, je suis très, très content. C'est très pratique. Merci beaucoup. À toi, merci. Ja, sehr lustig. Er hat gesagt zuerst, es sei ein schweres Spiel gewesen, aber man sei sehr konzentriert geblieben. Die Devise habe gelautet, früh anzugreifen und das habe man sehr gut getan. Er sei insgesamt sehr zufrieden. Ja, und dann noch eben, wenn die Fans alle Sion rufen würden, ob er es dann nicht eher auf sich münzen würde, nämlich alle Sion. Ja, er hat gesagt, das ist wirklich so. Das ist eine zusätzliche Motivation für mich. Die Silbermedaille, die ungeliebte Silbermedaille für die Cup-Final-Verlierer für Neuenburg-Samax. Ich habe es in der Übertragung das eine oder andere Mal gesagt, kämpferisch kann man der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie haben alles gegeben, aber eben, das sagt auch schon, dass spielerisch eben zu viele Mängel offensichtlich wurden. Sie konnten den FC Sion nie wirklich gefährden. In der Schlussphase gab es zwei gute Möglichkeiten, als das Spiel aber schon praktisch entschieden war. Wanczak sahen wir eben.
tanzend, auch er Torschütze in diesem Finale. Was passiert mit Neuenburg-Samax? Das ist die große Frage. Nach der Übernahme durch den Tschetschenen Bulat Chagayev wird nun aufgerüstet. Eines scheint auf jeden Fall schon mal klar zu sein. Der neue Besitzer möchte den Kunstrasen in der Maladier rausnehmen und wieder Naturrasen einpflanzen als sozusagen erste Maßnahme. Bundesrätin Leuthard macht Bernard Chalon Mut. La prochaine fois, das nächste Mal. Die Zukunft von Bernard Chalon ist auch offen. Er hat ein Angebot aus Dubai, vielleicht wird er es wahrnehmen. Er könnte sich gut vorstellen, irgendeine Auswahl irgendwo in der Welt zu trainieren in Zukunft. So, und jetzt ist die Zeit gekommen für die Sieger, für den FC Sion. Dingstag, der Abwehrchef, Vorbereiter des 1:0. Fabrizio Zambrella, Fickenscher, der Ersatztorhüter, der an die U21 reisen wird. Arno Bühler musste verletzt ausscheiden. Adailton, Innenverteidiger. Priovic. Giovanni Sio, der Torschütze zum 1:0. Jonas Elmer. Für ihn, für Jonas Elmer, ist es der erste Titel überhaupt. Cretenau, erfolgreiches Comeback in der ersten Mannschaft des FC Sion. Vančák, das Kopfballungeheuer kann man sagen. Obradovic zum dritten Mal Cupsieger mit Sion. Laurent Rousset, die Premiere für ihn. Freddy Chasso. X-facher Cupsieger als Spieler und als Funktionär. Marco Pascolo, der Torhütertrainer. Tja, und die Fans können es kaum mehr erwarten, bis der Pokal an den FC Sion überreicht wird. Der Captain Goran Obradovic, Sion Cupsieger 2011.
Also, der Christian Constantin und die anderen Leute vom FC Sion feiern den 12. Cup-Sieg im 12. Finale an die Egli. Das war eine relativ klare Geschichte von A bis Z. Ja, der FC Sion hat natürlich Samax gerade zu Beginn überrascht mit diesen zwei Goals auf ruhende Bälle. Und in der Folge hat Xamax einfach nicht reagieren können. Bernard Schalland hat alles versucht, hat eine Pause mit zwei zusätzlichen Stürmern. Nur in der Schlussphase ist es kurz hektisch geworden. Aber Sion hat eigentlich mit relativ wenig Aufwand den Match heimgebracht, weil sie natürlich sich können auf das Verwalten von dem komfortablen 2-0-Vorsprung konzentrieren. Entscheidend war natürlich auch, dass das erste Goal vom FC Sion nach nur 90 Sekunden gefallen ist. Wir schauen uns die beiden Goal, beide aus der ersten Hälfte, nochmal an. Der Freistoß. Und Dings da, und der Sion mit dem 1:0. Ja, das ist so ein ruhender Ball, wo Sion auch bekannt ist dafür, dass der Sion so allein da zum Kopfball kommt, ist schon erstaunlich. Also da hat der Xamax die Konzentration, aber auch die nötige Aggressivität missen lassen. Die Frage nach Offside haben wir schon geklärt. Kein Offside war, dann der Corner kurz drüber runter und der Wandschach. Gerade noch mal so eine Szene, wo der Gohu, der verantwortlich ist hier in dem Moment, wo er vom Wandschak im direkten Duell einfach übersprungen wird und dann den Ball kann zum 2-0 erzielen, eben in dem Sinn schon vorentscheidend sein. Dann haben wir in der Pause noch ein bisschen darüber diskutiert. Hat Xamax gesagt, Qualität, Kräfte, Energie noch, um das Zeug noch mal kehren. Der Trian ist gekommen und hat aber erst in der letzten Phase des Spiels wirklich auch noch etwas bewirken können. Ja, auch Fausto, die zwei einzigen Stürmer, die Bernard Schalland auf der Bank hat, haben beide in der Pause schon gebracht, berechtigterweise. Da sehen wir den Pfostenschuss gehabt vom Trean. Und der Trean war ganz klar der, der noch am meisten hat können für Gefahr sorgen konnte. Der Fallrückzieher, der spektakuläre vom Nias, wo der Vanin selbst zu einer Parade gezwungen hat. Aber sonst muss man sagen, ist nicht sehr viel Überzeugung in den Aktionen von Xamax gelegen. Und Sion, das ist wahrscheinlich einer der einfacheren Cup-Siege, die sie errungen haben. Xamax hätte keine Gegenwehr können leisten. Man könnte sich höchstens fragen, warum hat der Trio nicht von Anfang an gespielt, oder? Einer, der ein bisschen Wirbel gemacht hat vorne rein, hätte schon können brauchen. Ich vermute, dass der Bernard Schalland sich auch erinnert hat an die Match, wo der Trio reingekommen ist und sofort etwas Konstruktives und eben auch Goal hat können erzielen in der Folge. Wenn man als Trainer in der Hinterhand einen guten Stürmer hat, ist man da natürlich auch immer froh. Und für ihn war klar, dass er den Gohu von Anfang an bringen will. Bekannterweise ist er der Almeraris wegen der Verwarnung in Zürich ausgefallen. Und das ist ein sehr wichtiger Spieler für das Teamboard in der vergangenen Woche. Man kann es eigentlich auf die paar Worte beschränken. Mehr zu sagen gibt es nicht zu dem Spiel, wo relativ eindeutige Bahnen verlaufen ist. Danke vielmals an die Egli, dass du heute Nachmittag unser Gast bist bei uns im Studio. Und natürlich ist das Cup-Finale zwischen Xamax und Sion auch noch mal ein Thema in der Sendung Sport aktuell. Was Sie jetzt gerade sehen auf dem Sender, ist ja heute sonst noch einiges los gewesen.